An Bord Gabriel Obernosterer, ÖVP. Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause vor den Fernsehschirmen, auch ich zum Tagesordnungspunkt 5, wie mein Vorgänger, die Entwicklungsorganisation IDA mit Geld zu bestücken, nochmal nicht in der Länge, sondern kurz zusammengefasst, auch von der Freiheitlichen Partei, wenn wir gesehen haben, was das letzte Jahr, was da an Flüchtlingsströmen zustande gekommen ist, hat es hier herinnen in diesem Haus ein klares Bekenntnis gegeben, wo wir gesagt haben, wir müssen schauen, vor Ort zu helfen, dass sich die Menschen nicht in Bewegung setzen und nicht heraus praktisch in unsere Länder wandern. Und dann muss man dann auch dazu stehen, wenn man weiß, dass das ist und wenn man weiß, dass bei uns ein Flüchtling, wenn er bei uns ist oder unten in den Entwicklungsländern ist, dass man unten das Zehnfache erreichen kann, was er hier oben bei uns kostet. Das ist viel Geld, das ist überhaupt keine Frage. Wir wissen aber auch, dass dieser Entwicklungsfonds IDA 52 Milliarden Euro von 2014 bis 2017 in Projekte hineinsteckt, um Entwicklung unten voranzutreiben. Wie gesagt, dass sich in diesen Ländern praktisch die Bewegung der Menschen nicht in unsere Richtung bewegt, sondern dass sie einfach vor Ort bleiben. Geh weiter zu Tagesordnungspunkt 6. Und zwar geht es hier um das Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Regierung Kirgisischen Republik. Hier geht es einfach um ein Abkommen für hauptsächlich im Sinne unserer Betriebe, die unten investieren, dass sie Rechtssicherheit haben. Wir wissen, Österreich hat mit fast allen Ländern dieses Abkommen. Mit Kirgisischen Republik hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Es ist zwar kein starker Wirtschaftspartner, aber man muss bedenken, dass Österreich nach Kirgisischen Republik das 43-fache expandiert, als von dort importiert wird. Und es ist ein Aufbaumarkt und da sind unsere Betriebe zu unterstützen, zumindest einmal mit der Rechtssicherheit, dass sie dort, wo natürlich das alles noch nicht so läuft wie bei uns, einfach in Griff ist. Und wie wichtig das Rechtssicherheit ist, kann ich heute auch als Kärntner sagen. Und ich möchte mich als Kärntner, Herr Finanzminister, bedanken für die heutige Lösung. Das hat uns Kärntnern gut getan, damit wir wieder wissen, wie es auch in der Zukunft planmäßig wieder weitergeht. Die Insolvenz ist vom Tisch. Ich weiß, dass das viel Geld kostet, den Steuerzahler viel Geld kostet. Und ich habe mir heute die Aussendungen alle angeschaut, Herr Finanzminister, aus Kärnten und auch hier aus diesem Hohen Haus. Der Herr Racker, freiheitlicher Regierungsmitglied in Kärnten, hat diese Entscheidung begrüßt und hat gesagt, es ist gut, dass diese Insolvenz vom Tisch ist, weil das Kärnten und der Republik viel Schaden erspart hat. Es gibt aber auch einen Finanzsprecher in der Freiheitlichen Partei, der hier sitzt, aber momentan nicht da ist. Denn seine Aussendung möchte ich nicht kommentieren, weil wenn man weiß, wer in Kärnten im Jahre 1999 bis zum Jahre 2013 den Landeshauptmann gestellt hat, den Finanzminister gestellt hat, wer damals politisch verantwortlich war, auch verantwortlich für dieses Hyperdesaster. Und ich bin froh, dass es diesen Hypo-Ausschuss gegeben hat, den wir im Herbst hier herinnen diskutieren, wo wir ganz klar sagen können, aufgrund von den unabhängigen Verfahrensrichtern, Verfahrensanwalt, wer für die politische Verantwortung für das größte Desaster in dieser Republik schuldig gewesen ist. Und Herr Haider, diese Aussendung, die Sie heute da rausgelassen haben, die können Sie sich sparen. Schämen Sie sich dafür. Wie gesagt, Herr Finanzminister, danke für die Regelung. Wir können wieder klar, geplant in die Zukunft schauen. Ich weiß, was die Republik an Milliarden hineingebracht hat, der österreichische Steuerzahler. Wir wissen auch, was den Bayern das gekostet hat. Aber wir wissen auch, was es den Kärntnern gekostet hat bis jetzt. Kärnten hat beim Verkauf 800 Millionen Euro bekommen. Circa 160 Millionen Euro an Haftungsprovisionen. Das ist knapp eine Einnahme von 1 Milliarde Euro. 1,2 Milliarden Euro gibt jetzt Kärnten dazu. Und jetzt können wir
uns ausrechnen, wo der große Schaden ist. Das Problem von Kärnten ist nur dasjenige, dass diese 960 Millionen Euro leider nicht mehr vorhanden sind und wir das jetzt über Reformen, weil sie in diesem Jahr von 1999 bis 2013 unter freiheitlicher Verantwortung dieses Geld, egal wo es auch immer hingegangen ist, weg ist und wir jetzt die Zukunft mit Reformen wieder in den Griff bekommen müssen. Danke vielmals. Argumentiert Gabriel Obernosterer von der ÖVP.